Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker und heute gibt es mal wieder ein Forza Gameplay. Ja, ihr habt es euch gewünscht, ich mache es für euch, aber eins gleich vorweg. Ich erwarte mir von jedem Zuschauer hier mindestens 10 Daumen hoch und 25 Kommentare und weiß der Teufel was. Warum? Ja, ganz einfach, denn dieses Race hat mich zur Weißglut gebracht. Ihr seht hier, ich bin in dem Modus unterwegs, bei einer Strecke, bei einem Rennen, wo man eine gewisse Anzahl von Fahrzeugen überholen muss innerhalb von den zwei Runden hier auf den Berner Alpen. Und ich kann euch sagen, ich habe zuerst mit dem Lamborghini Countach probiert und ja, es hat mich zur Weißglut gebracht. Ich war schon so weit, dass ich das Game nehme und einfach bei dem Fenster rauswichse. Ich war schon ganz heiß. Ja, warum das Ganze? Ganz einfach, es hat nicht geklappt. Ich habe gefühlte 50 Versuche gebraucht oder habe 50 Versuche gespielt. Neustarts, wieder frisch geladen. Weiß der Teufel, wie oft das wirklich war. Aber jenseits der 30er, 50er Zahl war es auf jeden Fall. Warum das Ganze? Jo, ganz einfach, mir hat es immer wieder mal gegen die Bande gehaut. Ich bin immer sehr knapp, ich habe es oft knapp nicht erreicht. Ihr seht jetzt hier rechts oben, mein Ziel ist 67 Fahrzeuge. Das hängt natürlich davon ab, mit welcher Klasse man fährt. Ja, hier diese Hutschachteln, die hier herumfahren, sind ja an und für sich nicht so das Problem, will man glauben. Ja, wenn ich mit dem Lamborghini unterwegs war, dann fährst du eine Runde, erste Runde, zweite Runde und dann brauchst du nur mehr zwei Fahrzeuge zum Überholen, bis bei den letzten vier Kurven und was ist? Kein Fahrzeug da, was ich überhaupt überholen kann. Ja, dann x-mal probiert, gegen die Bande geknallt, Motorschaden, Getriebeschaden, Aufhängung im Eimer, frisch gestartet, nochmal von vorne. Oh, ich war echt heiß wie ein Glühpfosten, unglaublich. Ja, und dann habe ich mich mal weggesetzt, habe es abgedreht, habe mir ein Glas zum Trinken geholt, bin nochmal aufs Klo gegangen und dann habe ich mir gedacht, so, einmal probiere ich es jetzt wirklich noch und dann scheiße ich einfach drauf, dann lasse ich es, dann mache ich das nächste Rennen, denn ja, ich will an und für sich schon immer ein gutes Race hinlegen. Und ja, dann habe ich mir geschnappt, den Camaro geschnappt, habe mir gedacht, gut, fahre ich halt nicht mehr in der S-Serie, sondern nehme ich mal ein A-Fahrzeug. Ja, der Umstieg von Lamborghini Countach zu Camaro, ja, ist ja auch fast dasselbe. Der eine liegt wie ein Ziegelstein auf der Straße, der andere wie ein Gummiball. Und dann habe ich es einfach nochmal probiert. Und das ist eben jetzt dieses Race hier, mein letzter Versuch. Und ob das jetzt ein Versuch ist, der was gebracht hat oder nicht, das sehen wir gleich. Und ihr merkt schon, ich bin hier in der zweiten Runde, habe bereits 37 Autos von 67 überholt. Ja gut, so lief es vorhin auch immer. Also bis zum Schluss ist man immer recht gut mit dabei und dann irgendwie gehen die Gegner aus, beziehungsweise die Fahrzeuge, die man überholen muss. Ja, was das für Hutschachteln hier sind, weiß ich nicht. So ganz kleine Dosen fahren da so herum. Eher wie so eine Sparbüchse auf vier Rädern. Ist eh ganz in Ordnung, denn dann komme ich vielleicht ein bisschen hinterher. So, 42 Autos haben wir schon von 37. Das schaut schon mal nicht ganz so schlecht aus. Ja, der Camaro ist ja doch eher ein bisschen baff, ja, hier mittendurch, wenn ihr nicht Platz macht. Ja, und das ist eine Situation, da habe ich mir gedacht, scheiße, jetzt ist dann schon wieder vorbei, aber ich konnte die Karre noch einfangen und weiter geht's. Ja, hier eine Zitronendose. So, husch, husch, macht Platz. Die KI natürlich, die fährt einfach stur ihre Linie, da wird nicht großartig herumgewurschtelt, die machen nicht Platz und gar nichts. Ich fahre hier, wo ich fahre, ich bin hier, mach Platz, wenn du was selber vorbei bist. Ja, keine Chance. Ja, die Gegend zumindest ist eine recht schöne, also ich habe bei meinen 100.000 Neustarts hier jedes Erdmännchen bzw. jede Bergziege gesehen, habe ihnen schon Namen gegeben. Hier rechte Hand ist die Ziege Elfi, da vorne links kommt die Susi, ja, die ist gerade drinnen, die holt sich gerade was zum Trinken. So, und hier, wie ihr seht, die letzten Runden, 859 Autos, 60, 61, dann haben wir gedacht, okay, 67 brauche ich. Uiuiui, da sind jetzt noch drei gewesen. Oh, 64, so, und dann schaue ich hier, Schikane, oh, nur mehr ein Auto da, oder wie, oder was? Oh, nein, sind doch zwei, nein, drei, nein, vier sind es sogar. Das könnte sich eventuell knapp ausgehen. 65, 66, 67, 68, jawohl, und jetzt hier keine Scheiße bauen, driften, Hilfe. 69, 70, ole ole, das schaut gut aus. Und Ziellinie, paar Meter noch. Unglaublich, wirklich geschafft. Oh Mann, ich sag's euch, ich war da auf 2000. Und ich schwör's euch, wenn das jetzt nicht geklappt hätte, die CD würde beim Nachbarn unten im Garten liegen. Jo, dann war ich gut drauf.
Mal schauen, 8000 Credits plus Schwierigkeitsgrad, 10.800 Rennleistung, ja. Affinitätsbonus, Fahrerleistung, weiß der Teufel was, überall gibt es Punkte. Ja, ihr seht, ich bin noch immer erst Richtung Rang 29 unterwegs, denn ich habe es schon länger nicht mehr gespielt. Das wäre auch der Grund für eure Kommentare, ich soll wieder Forza spielen. Ja, was soll ich machen? Battlefield 3 ist einfach mehr meine Welt. Das seht ihr sicher an der Fahrleistung. Aber natürlich, ab und zu habt ihr schon recht, braucht man ein bisschen Abwechslung. Und jetzt geht es nach... Heute geht es noch einmal zurück zu den spektakulären Gipfeln des Camino Viejo de Montserrat. Ja, bitte, das kann doch kein Mensch aussprechen. Also soll der Computer das für euch vorlabern. Ja, und dieses Race habe ich mir auch gleich angetan und habe gedacht, okay, ja, mit dem Camaro habe ich jetzt schon ein bisschen das Gefühl drinnen. Also werden wir ihn einfach gleich nochmal hernehmen. Und hier zur Gegend, die ist wirklich genial. Gefällt mir sehr gut, diese bergige Landschaft. Besser noch als in den Berner Alpen. Ja, hier steht ja mein Bumblebee, glaube ich, hat er geheißen bei Transformers. Jo, ich war jetzt eigentlich guter Dinge, denn den Schmarrn, den ich wirklich nicht wollte, links sind alle Aston Martin, den Schmarrn, den ich nicht endlich fertig haben wollte, habe ich ja geschafft. Also, hey, sehr motiviert, rein hier, so verschwindet da vorne. Also die Strecke ist zum ersten Mal gefahren, das ist immer sehr schwierig für mich, eine Strecke zu fahren, die ich nicht kenne, denn so auf die KI verlassen, die da vorfährt, ist auch nicht, denn die macht auch immer wieder mal ein bisschen Mist und segelt dann ab in die Auslaufzonen, und wenn man dann stur hinterher fährt und ja, sich einfach hinten dran hängt, dann liegt man miteinander im Sandkasten und kann dann eine Sandburg bauen. So, der Ferrari vorne, der macht auch nicht Platz, verschwindet doch da endlich. Ja, jetzt drehe ich auf, gell, weil ich das Race endlich mal geschafft habe. Was soll's. Die Strecken, für die, denen das nicht aufgefallen ist, die Gebiete gibt es ja öfters, wo man fährt, aber jedes Gebiet hat, wie soll ich jetzt sagen, einen großen Streckenfundus. Also man fährt immer wieder teilweise auf einem Teil, den man von einem anderen Rundkurs schon kennt. Also mit diesen Absperrungen, wie man sie hier sieht zum Beispiel, werden die Strecken immer begrenzt bzw. anders geführt. Und auch dieses Race hier, also diese Strecke an und für sich, hat es ja schon bei der Demo gegeben, aber eben mit der anderen Streckenführung, aber dasselbe Gebiet. Also daher wird der eine oder andere das dann schon kennen. Ja, was ist nichts daran ändert, dass ich mir hier die Serpentinen raufkämpfe. Der Ferrari da links hinten ist sehr lästig. Wie gesagt, die KI, ich habe es schon erwähnt, die ist wirklich ja, ganz gut drauf. Die einzige Schwachstelle, was sie hat, ist in den Kurven. Da ist sie immer sehr bedacht beim Fahren. Und das ist ein guter Zeitpunkt, wo man sie auch für sich überholen kann. Aber sonst, ja, die schubst schon mal von hinten an oder drängt schon mal ab. Also da ist sie nicht sehr weinerlich. Also da, die kann schon ordentlich draufdrehen. So, die Corvette hier vorne ist auch noch ein bisschen im Weg. Zumindest hat sie dieselbe Farbe wie ich. Irgendwas Gutes muss sie haben. Hier noch die Schikane. Wir sind auch wieder zwei Runden zu fahren. Ihr seht hier, die KI verlenkt sich auch mal. Oder ja, man kann sie auch mal ein bisschen... Ja, ich verlenke mich auch. Ja, danke. Rein ins Gemüse, ab in die Botanik. Ja, man kann die KI schon auch zu Fehlern drängen. Also wenn man wirklich den Gegner bedrängt, hinterher fährt und ja, wirklich Druck ausübt, dann kann es schon passieren, dass die KI mal sagt, huch, das wird mir zu viel, ab in das Gemüse, ein bisschen Pause machen, ein bisschen Unkraut jäten, ja, fahr lieber vorbei. Kommt immer wieder vor, kann natürlich auch ins Auge gehen. Ja, vollen Schwung hier rein. Ja, hier war es mir dann fast ein bisschen kompliziert mit 100.000 Striche am Boden. Ich habe jetzt gar nicht mehr gewusst, wo muss ich da eigentlich hin, was ist jetzt wirklich die Fahrspur. Ich habe mich dann doch entschlossen, hier mal ein bisschen auf dem Asphalt zu bleiben, dann hier ein bisschen in das Gelbe, in das Rote zu fahren. Da wird man allerdings gleich abgebremst, als wenn man einen Anker rauswerfen würde. Zuschauertribünen auch gut bestückt. Grüß Gott, hallo. Keine Fotografen. Ja, bin aber wahrscheinlich nicht ganz so fotogen. So, hier nochmal rüber. Ja, die normale Strecke würde jetzt hier gerade verlaufen, aber nein, wir biegen hier rechts ab Richtung Felsen und das ist jetzt die zweite Runde. Beziehungsweise kommt gleich die Start-Ziellinie. Die ist jetzt hier unten. Bei der Demo ist man von links hier rausgekommen übrigens. Und bei der Demo ist man auch hier links weitergefahren. Wir biegen hier rechts ab. Jetzt sind wir in der Runde 2 von 2. Ja, ganz vorne zu fahren, finde ich gar nicht so einfach. Denn da fehlt ein bisschen der Anhaltspunkt. Also wenn man die Strecke nicht hundertprozentig kennt und ganz vorne fährt, habe ich immer das Gefühl, ich bräuchte da vorne einen, der mir ein bisschen den Weg weist, wo ich
ja, ungefähr halbwegs weiß, wie die Streckenführung ist, beziehungsweise wo die Bremspunkte sind. Ganz alleine vorne zu fahren, ja, ist nicht ganz so mein Ding, und ihr merkt das auch von meinem Fahrstil beziehungsweise von meiner Linienführung, die ist wirklich alles andere als ideal hier. Also da bin ich wirklich noch ein bisschen nubig unterwegs, gebe ich zu. Ja, Racing ist nicht ganz meine Welt, obwohl wirklich Forza wirklich Spaß macht, muss ich schon sagen. Also es ist wirklich eine tolle Alternative zu meinem Shooter-Leben, mal einfach da die Füße auf dem Tisch und mal so richtig mit einer geilen Karre mal Gas geben und einfach über eine Strecke zu fetzen. Ja, ich hoffe, ihr habt mein Nürburgring-Video gesehen. Das ist ja auch eine Strecke, die ich sehr gerne mag. Und den Aston Martin, der plärt so richtig ordentlich. Hoppala, Leitplanke. Ja, und der plärt so richtig. Ja, der Camaro ist ja ein Heckantrieb. Neigt gerne zum Übersteuern natürlich, wenn man zu viel Gas gibt. Auf der anderen Seite, wenn man zu schnell in die Kurve fährt, untersteuert die Kiste. Ja, klar, ist ja nicht das leichteste Fahrzeug. Aber im Großen und Ganzen ist er schon recht gut zum Fahren. Ich habe jetzt vor Kürze mal einen Freund bei mir gehabt, der ist das erste Mal hier gefahren, und da neigt man halt schon, oder der hat dann schon dazu geneigt, dass er immer gerne voll aufs Gas gestiegen ist, und ja, das kannst du hier vergessen. Bei so viel PS auf der Hinterachse, da muss man wirklich mit dem Trigger vom Controller sehr, sehr vorsichtig arbeiten und nicht immer Vollgas geben und auch immer wieder bremsen. Das sieht man immer wieder bei Arcade Racer, die Leute krachen voll in die Kurve rein und ja, was geht ab, volle Kanne. Ja, das bringt nichts. Also man muss schon die Kurven auch anbremsen, rechtzeitig vom Gas runter, das Fahrzeug mal fest rollen lassen oder im Gegenteil sogar mal in der Kurve Gas geben oder sogar die Kurve mit Gas und Bremse mehr oder weniger steuern. Ja, die Racer unter euch wissen das wahrscheinlich sogar besser wie ich, und die kennen sich auch dabei etwas besser aus, aber ich hoffe, ihr versteht ungefähr, was ich meine. So, jetzt geht es wieder hier auf die, ja, wie soll ich das nennen, Rückgerade, Backstraight, weiß der Teufel was. Hinter mir ist momentan keiner, weit abgeschlagen. Hier kann man wieder ein bisschen Stoff geben. Ja, hier ist die normale Start- und Ziel. Der normale Start- und Zielplatz, wenn man. Nein, auch nicht eigentlich. Das ist ja wieder bei den anderen Rennen. Ja, wie gesagt, diese Strecken werden immer wieder mal gefahren in verschiedensten Art und Weisen, in verschiedensten Richtungen, in verschiedensten Streckenführungen. So, hier sind jetzt nur die letzten Kurven. Hier nochmal durch meine. Ja, wie nenne ich es denn hier? Meine gestrichelte Gegend. 100.000 Striche, die hinweisen, wo man hinfahren muss, nur ja, erkennen muss man sie und interpretieren können. Es ist fast geschafft. Hier noch die letzten Kurven, hier Richtung Felsen nochmal durch die Schikanen. Ja, wenn man mal vorne ist, dann ist auf einer Seite der Druck ein bisschen weg. So, und jetzt geht es Richtung Ziel, die letzte Kurve und Vollgas hier runter. Und ja, es ist geschafft. Der Camaro hat wieder seine Leistung gebracht, auch wenn er ein paar Kratzer abbekommen hat. Hier der Einstieg und die Türe. Da braucht es wohl ein bisschen Poliermittel und einen Lackstift, dass das wieder alles passt, wie es sein soll. Ja, geile Gegend hier. So, wieder Punkte. Ich finde es toll, dass der Schwierigkeitsgrad so viele Punkte bringt. Ihr wisst ja, ich fahre so gut wie ohne Fahrhilfen. Das Einzige, was eingeschaltet ist, ist das ABS, und ich kann es nur empfehlen. Den Tipp habe ich bekommen von einem YouTuber. Sorry, ich weiß den Namen gerade nicht. Bitte poste es unten rein. Danke dafür, das macht wirklich Sinn, auch wenn es am Anfang etwas schwer ist. So, dann schauen wir mal, was ich bekommen habe, denn das Race ist vorbei. Ich bekomme als Belohnung ein Fahrzeug. Da gucken wir mal. Huch, ein Aston Martin steht zur Verfügung, ein Mercedes und ein Jaguar. Ja, was nehme ich? Keine Frage, den Aston Martin. Ja, ist einfach eine geile Karre. Mir gefallen diese Fahrzeuge irrsinnig gut. Da sieht man die Power zwar an, aber doch nicht so dick aufgetragen, sondern, ja, ich sage mal, das dezentes. Ja, das ist ein Fahrzeug, wo man sagt, oh, da steht man irgendwo, das schaut geil aus, aber keiner glaubt so recht, dass es wirklich so gut ist. Ja, wie dem auch sei, ich wünsche mir jetzt 100.000 Daumen hoch. Danke fürs Zuschauen, wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.